L.A.S. Bitch, zeig mir nen Rapper, der sowas allein aus dem Boden stammt. Innerhalb von 2 Jahren in die Charts, aber immer noch high von dem Honigblatt. Flow so krank, flow so lästig. Yo, ihr jämmerlichen Bastard und Bitches aus Bitcheshausen. Da ihr so ein bisschen umgeheult habt, mach doch mal ein bisschen lauter. Leiser. Sorry. Ja, da ihr ja ein bisschen rumgeheult habt wegen dem Gewinnspiel, habe ich mir was überlegt, und zwar wird es für den ersten Platz ein ganz großes Geschenk geben, für den zweiten Platz ein etwas kleineres und für den dritten halt ein Trostpreis. Und für den Ivan wird es Folgendes geben. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Ich hoffe, du hast es noch nicht. Also aus eigener Tasche auch gezahlt. Als Entschädigung. Ich hoffe mal, du bist damit zufrieden. Wenn nicht, geh dir damit den Arsch abputzen. Wichs dir einen auf meine Videos. Oder mach, was du willst. Scheiße. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, das kriegst du auf jeden Fall schon mal geschenkt. Dann haben wir für Platz Nummer 3 einmal ein PSP-Spiel. NBA Live 08. Der Sport der Fotzen. Basketball. Ich persönlich kann damit gar nichts anfangen. Ist aber gesponsert von GameStop Schwerin. Deswegen juckt es mich nicht. So. Dritter Platz. Der zweite Platz bekommt zwei PSP Spiele. Einmal NBA 2K10. Ja. Die Spiele werden sie nicht los. Und dann einmal Burnout Legends. Ja, das Cover ist weg. Wissen wir auch nicht, wo sie das haben. Aber ist egal, ihr bekommt es kostenlos. Ihr müsst dafür halt nur euren Kopf ein bisschen anstrengen, was bei manchen von euch ein bisschen, benachteiligt ist. Aber will ich ja nicht schlecht reden. Jetzt kommt Platz Nummer 1. Jawoll. Ein wunderschöner PS3-Controller. Auch aus eigener Tasche bezahlt. Eckermeier, ja, 30 Euro knapp. Also, kann man schon sagen. Der eine Cent, der tut nichts zur Sache. Die Hausmarke von GameStop. Ich persönlich mega zufrieden mit dem Ding. Ich habe auch einen. Hier. Und. Alles egal. Ah, warte. Scheiß drauf. Nicht, dass mir hier irgendwas unterjubelt. Dass ich hier nur Dreck irgendwie zeige oder verlose. Bitch. Ich bin echt überzeugt von dem Teil. Das Ding liegt mega geil in der Hand. Ist ein bisschen leichter sogar noch als der originale. Akku hält. Ich würde sagen, 2 Stunden länger ungefähr so. Ein extrem langes Ladekabel. Und ja, 2 Jahre Garantie, Bitches. So. Da das ja nicht alles sein soll, habe ich mir gedacht, gibt es noch eine kleine extra Bestrafung für euch Nuttensöhne. Fangen wir mal an. Kurzer Cut. Boah. Fotzen. Das ist eine Schere. Ja, die Twister, ich weiß. Du hast sowas noch nie in deinem Leben gesehen. Und durftest du etwas auch noch nie verwenden. Weil es ist scharf. Also, wie ich. Da, ihr kleine Nuttensöhne.
auch noch extra von mir bestraft werden sollt, kriegt ihr auch noch alle ein Autogramm mit hineingepackt. Und das machen wir jetzt in diesem Video. Ach ja, wegen der Kameraqualität. Beschwert euch nicht, es hat sich um etwas hinausgezögert. Nächste Woche gibt es die versprochene gute Qualität. Es gab Lieferschwierigkeiten. Genau, Deutsche Post. Das glaube ich auch. So, erstmal hochziehen die ganze Scheiße hier. Und den. Ach, so. So müsste sie eigentlich stehen. Nee, doch nicht. Ja, ich hätte mich vielleicht besser vorbereiten sollen. So. Ja, so kann man es machen. Weil hier sind nämlich so eine Taserfilm-Dinger drauf. Die muss ich durchschneiden. Mal auch gleich mal. So. Und dann macht ihr das halt hier auf. Ich erkläre euch auch gleich, wie man das aufmacht. Nicht, dass ihr da dran verzweifelt. So. So. Die beiden Dinger zur Seite. Und dann könnt ihr die ganze Scheiße einfach hier rausziehen. Ebola, hast du jetzt. So, wieder rein. Erstmal wieder dahingestellt. Kennt ihr das System? Wir machen einfach durchmischen. Einfach durchmischen. Und die Karte, die hier vorne ist, egal ob ihr die Karte mögt oder nicht, draufgeschissen. Denn es hat Pech gehabt. Dass ihr auch nicht denkt, dass ich schummel. So rum. Nehmen sie es ja auch. Also. Sagen wir mal die Karte. Kriegt jetzt ein Autogramm von mir. So. Stift runtergeflogen. Jo. Aber ich will ja hier niemanden irgendwie schlecht reden. Fotzen. Ihr seid alle Wack MCs. So, sollte jetzt trocken sein. Edding halt, weißt du. Denn wird das wieder aufgemacht. Und hier vorne reingesteckt. So. Voila. Platz 1 hätten wir schon mal fertig. Bevor ich vergesse. Machen wir nochmal für den Ivan sein gratis Geschenk da. Damit er nicht mehr rumheulen kann, dass er kein Geschenk bekommen hat. Kannst du kurz erklären? Es ging mir nicht darum, dass du das dass du den Gewinn nicht bekommst. Es ging einfach nur daran, dass ich ein fairer Mensch bin. Die Twister hat zuerst die richtige Antwort reingeschrieben. Also hat er den Anspruch darauf gehabt, dass er sich jetzt nicht gemeldet hat, war halt kacke. Na gut. Es war aber auch nicht so ganz fair, dass du dich als die Twister ausgegeben hast. Muss man auch sagen. Deswegen. Ich denke mal, damit solltest du zufrieden sein. Deswegen habe ich das auch nicht abgeschickt. Ich habe das wieder zurück zu GameStop gegeben. Weil ich mir gedacht habe, nee. Warum noch? Wenn selbst die Fans bescheißen, das geht ja wohl überhaupt gar nicht.
bisschen mehr. So sollte in Ordnung sein. So. Ich sag nichts mehr dazu. So, nur für dich ein 50 Euro teures Spiel für den PC. Ich hoffe, dein PC hält das aus. Hier auch. Hast auch 2 Jahre Garantie drauf. Könnt ihr übrigens in jedem einzelnen GameStop tauschen. Also habt umtauschen, wenn irgendwas damit sein sollte. So, da oben reingepackt. Ist auch alles vollständig. So. Die zweite Sache ist schon fertig. Machen wir Platz 2. Meinte 2 Autogramme. Oder 1. Dann kommen wir mal ins. Ich mach 2. Ich muss auch ein bisschen sozial rüberkommen, ja. Ein bisschen nett kann man auch mal sein. Nummer 1. Nummer 2. Machen wir auch gleich das dritte. Ich kann den scheiß Stift auch weg. Das nenne ich mal Skill, Alter. So, muss noch. So. Dann wird das auch fertig. Ja, der ist schon trocken. Passt gut. Also, muss ich auch noch zeigen. Und Platz Nummer 3. Bin momentan auch schon beim Aussuchen nach dem Rätsel. Also. Ja. Also ich bin schon beim Raussuchen nach dem Rätsel, was ich da nehmen könnte. Und ja. Wann das Rätselvideo kommt, kann ich noch nicht sagen. Ja, also was gibt's jetzt noch so zum Schluss zu sagen? Eigentlich nicht viel, außer dass ich der Überking bin und ihr nur jämmerliche Bastarde. Bis auf Ivan, weil du hast mir zu Anfang Props gegeben. Und das erste, was man sagt zu einer Person, das ist das, was zählt. Also, fick auf deinen Bitch-Move, wie du auch immer man das nennen kann. Mir ist das egal. Du hast mir Props gegeben. Sowas kann man nicht einfach zurücknehmen. Fuck, wa? Aber ich will ja nicht so hart zu dir sein. Und du hast jetzt ein wunderschönes Spiel bekommen, oder bekommst es. Das wird übrigens das nächste Video, wo ich dieses Scheiß-Teil verpacke, die Scheiß-Adresse draufklatsche, die ich immer noch habe, die Scheiße in den nächsten Brief Postkasten reinschmeiße, damit die scheiß Post den mitnehmen kann, damit niemand von euch sagen kann, ich hätte es nicht abgeschickt. Ganz einfach, sagt, das mache ich ab jetzt mit jedem Gewinnspiel. Bei so einem Paket
muss ich halt eine relativ coole Postfrau oder einen relativ coolen Postmann finden. So. Was gibt's noch so zu erzählen? Eigentlich gar nichts. Damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Haut's raus, bis dann. Ciao. Jämmerlichen Bastarde.